Quito, die Hauptstadt Ecuadors, 2800 Meter hoch gelegen, von Vulkanen umgeben. Quito ist eine Stadt der Jugend. Viele Studenten leben hier, auch für spanische Sprachkurse ist die Stadt ein guter Tipp. Die Altstadt mit ihren Klöstern und Kirchen gehört zum Weltkulturerbe. Ein beliebtes Motiv für Fotografen und Maler. Die Kirchen sind innen über und über mit Gold geschmückt. Jenem Gold, das die spanischen Eroberer den Inkas geraubt hatten. Auch in der Nacht pulsiert in Quito das Leben. Auf den Plätzen ist immer etwas los. Hier trifft sich die Jugend und bevölkert die umliegenden Lokale. Hier bei Quito beginnt Alexander von Humboldts berühmte Allee der Vulkane. Wie an einer Perlenschnur liegen die Vulkane an der Panamericana, der wichtigsten Nord-Süd-Straße Lateinamerikas. Bei schönem Wetter ist sogar der Chimborazo, der höchste Berg Ecuadors, zu erkennen. Eines der bekanntesten Touristenziele sind der Cotopaxi und der gleichnamige Nationalpark. Indios verkaufen am Eingang Souvenirs mit dem Berg als Motiv. Bereits von Weitem ist der Cotopaxi mit seinem schneebedeckten Vulkankegel zu erkennen. Die Passstraße endet in 4500 Meter Höhe. Zusammen mit dem Fujiyama gilt der Cotopaxi als schönster Vulkan der Welt. Bei solchen Bildern vergisst der Urlauber schnell, dass der Vulkan aktiv ist.